Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Gothic 3. Beim letzten Mal haben wir endlich herausgefunden, wer hier in Monterra der Spitzel der Rebellen ist, und zwar Sandford. Aber wir werden ihn jetzt, wie gesagt, noch nicht verraten. Er hat uns mit einem Auftrag nach Okara geschickt und das könnte uns, wie gesagt, sehr helfen bei den Verhandlungen zum göttlichen Artefakt. Denn wir wissen ja, Basir, der das göttliche Artefakt aus Benzala gestohlen hat, ist hier nach Monterra gekommen, wurde von Rebellen überfallen und die haben das göttliche Artefakt nach Okara gebracht. Und wir müssen jetzt eigentlich nur noch Okara finden, um, ja, das göttliche Artefakt zu bekommen. Aber das große Problem ist noch, wo Okara ist, und deswegen werden wir uns hier mal noch so ein bisschen umsehen. Vielleicht finden wir ja noch ein paar Rebellen, die uns sagen können, wo genau Okara ist. Und dann schauen wir mal, ob wir hier nicht noch ein bisschen was finden. Hier drüben waren wir nämlich noch gar nicht, vor allem nicht da vorne auf dem Hof. Oh, ist das eine Goblinbeere? Da sollen wir ja eigentlich auch noch ein paar Weizensäcke für Sandford holen. Ach, guckt mal, da unten sind ja noch mehr Rebellen. Ziehe ich mir gleich nochmal die Rebellenrüstung an. Und guck mal, was die da so machen. Hallöchen. Oh, hier liegen wieder Waffenbündel. Schön, schön, schön. Sowas mag ich doch. Waffenbündel möchte ich gerne haben. Alter, liegen hier viele Waffenbündel. Mann, habt ihr viele Waffen zusammengetragen. So, wer ist denn hier der große Anführer? Du. Du gehörst nicht zufälligerweise zu den Söldnern, oder? Wie bitte? Ja, wahrscheinlich nicht. Sonst hättest du mich doch bestimmt schon getötet, oder? Ja, wahrscheinlich. Wer bist du? Ich bin Mason. Ich bin Rebell. Ich habe mit meinen Leuten den Viehhof umzingelt. Wir warten nur noch auf das Zeichen, um loszuschlagen. Das nennst du umzingelt? Naja, okay. Umzingelt? Wovon sprichst du? Wir Rebellen sind überall, musst du wissen. Auch wenn du uns nicht immer sehen kannst. Trotzdem beherrschen wir das ganze Tal hier. Natürlich. So, so. Okay, ich bereue die Frage gleich schon, aber... Was zum Geier hast du vor? Erstmal knöpfen wir uns das Vieh vor. Wart's nur ab, das wird ein Spaß. Ganz ruhig. Welches Vieh willst du töten? Na, die fetten Kühe auf dem Viehhof. Wenn die Söldner nichts mehr zu beißen haben, werden sie sicher schnell aufgeben. Verstehe. Okay. Okay, du willst die Kühe auf dem Viehhof töten. Klingt auf jeden Fall interessant, aber... Was ist mit den Schweinen? Die sind nicht so wichtig. Die geben ja keine Milch. Verstehe. Ja, glücklicherweise sind Schweine voll Fleisch und das kann man zum Glück gerade so auch noch essen. Eieiei. Du hast eine Vollmeise, weißt du das? Wenn du glaubst, dass es eine leichte Sache ist, die Kühe zu töten, dann bist du schiefgewickelt. Die Mistkerle passen auf die Biester auf, wie auf ihren Goldbeutel. Naja, wir werden sehen. Ach, und ich soll jetzt für euch die Kühe töten. Ja, ich glaube nicht. Das ist mir ehrlich gesagt zu riskant hier. Dafür bin ich in Monterra, oder will ich nicht mein Ansehen in Monterra verlieren. Wenn wir jetzt direkt gesagt hätten, wir arbeiten für den Rebellen, vielleicht ja, aber für diesen Vollspacko hier meinen Kopf zu riskieren, nein, danke. Wer wird euch das Zeichen geben, um loszuschlagen? Wir haben einen Spitzel in Monterra eingeschleust. Er wird uns benachrichtigen, wenn der Moment gekommen ist, Monterra einzunehmen. Ja, zum Glück kenne ich den Spitzel schon, von daher brauche ich mich auch nicht um die Kühe kümmern. Wie gesagt, also ich würde jetzt sagen, wenn wir jetzt theoretisch für die Rebellen arbeiten würden, ja, aber so ist mir das alles doch etwas zu riskant. Und da lasse ich es doch lieber. Ich will nicht meinen guten Ruf hier in Monterra verlieren. Ist das schon wieder ein Kronstöckel? Alter Falter, die Dinger wachsen ja wie sonst was hier. Okay, dann gehen wir jetzt mal auf jeden Fall weiter zum Kornhof. Und schauen mal, ob wir da die Kornsäcke für Sandford finden, von dem wir ja wissen, dass er der Spitzel ist. Steinkreis, sage mir, du hast eine Steinwurzel. Nee. Nur eine Waldbeere, schade. Wäre aber auch zu schön gewesen, ne? So, wer ist denn hier der Boss auf dem Kornhof? Du? Was ist los? Bist du auch mit der Bezahlung unzufrieden? Geh wieder an die Arbeit! Ich arbeite nicht für dich, ganz ruhig. Soll ich ihn umhauen? Soll ich ihn provozieren? Ach komm. Nicht in diesem Ton, Bürschchen. So, noch ein Anwärter auf meinen Posten, was? Das können wir gerne bei einer kleinen Runde Klingenkreuzen ausdiskutieren. Der werde ich zeigen. Dein Posten ist mir sowas von egal, weißt du das? Ah, du hast ein Bastardschwert, das kann ich gut verkaufen.
Das kann ich echt gut verkaufen dann. Gut gemacht. Mann, seid ihr schwach, aber ich meine, ich bin auch Arena-Champion geworden. Was will ich anderes von denen hier draußen erwarten, die auf Kühe aufpassen? Alter, da ist noch eine Flammenbeere. Und ich habe ewig nach diesen Dingern gesucht. Klar, warum nicht? Naja, gut. So, jetzt steh mal bitte wieder auf, Junge. Ich möchte eine Runde mit dir reden, nämlich über diese Kornsäcke. Über Weizensäcke, meine ich, die ich zum Lagermeister bringen soll. Der will ja ein bisschen untertauchen und wir bringen ihm mal noch Weizensäcke, dann fällt er vielleicht auch nicht so auf. Au, immer auf die Kleinen. Verschwinde endlich. Ich habe Besseres zu tun, als mich mit Wegelagerern zu schlagen. Ganz ruhig. Entspann dich. Ich will für dich arbeiten. Ach was, so einen Störenfried kann ich hier nicht gebrauchen. Ich habe Besseres zu tun, als auf jemanden wie dich zu achten. Wenn ich nicht aufpasse, hauen die Sklaven ab. Und die Jungs liegen faul in der Gegend herum. Sklaven fliehen? Sklaven fliehen von deinem Hof? Ja, verdammt. Musst ja nicht noch in meiner Wunde herumbohren. Nicht genug, dass mir Marek im Nacken sitzt. Jetzt machen sich meine eigenen Männer schon über mich lustig. dann erzähl, wo wir gerade beim Thema sind, erzähl mir doch mal, was du so von Marek hältst. Erzähl mir was über Marek. Er ist Ork-Söldner, genau wie ich. Marek ist unser Anführer hier in Montera. Er kümmert sich darum, dass hier nicht jeder tut, was er will. Möchte gern wissen, wie er das anstellt. Ich komme ja nicht mal mit den paar Leuten auf dem Hof hier klar. Okay, er scheint ihn ja eher ziemlich zu bewundern. Du solltest deinen Jungs mal ein wenig Dampf unterm Arsch machen. Toller Vorschlag. Das Einzige, was die noch motiviert, ist Alkohol. Irgendwann werden wir von Korndieben erdolcht oder von Untoten aus der Burg im Osten überrannt. Was meinst du? Hast du gerade Untote gesagt? Wenn du den Weg da nach Osten folgst, kommst du zur alten Festung der Paladine. Sie ist zwar nur noch eine Ruine, aber bewohnt ist sie immer noch. Wenn du verstehst, was ich meine. Wenn ich du wäre, würde ich nicht zu nah an die Burg herangehen. Ja, okay, das habe ich auch nicht vor. Ich habe ein ganz anderes Ziel, aber das sollte ich dir, glaube ich, nicht sagen. Was ist mit den Rebellen? Die Königstreuen verdrücken sich in die Berge oder lungern um Montera herum. Die Rebellen sind keine ernsthafte Bedrohung. Die Korndiebe im Norden machen mir mehr Kopfzerbrechen. Sie kommen nachts und klauen uns die Weizensäcke unterm Arsch weg. Ich warte förmlich darauf, mit zerschnittener Kehle aufzuwachen, während meine eigenen Leute besoffen im Heu liegen. Jetzt sag mir bloß noch, dass du die Weizensäcke nicht mehr hast, die ich mitnehmen soll. Ich denke, du wirst meine Hilfe brauchen. Ach, scheiße. Ich habe das Gefühl, ich werde es bereuen. Zeig mir erst mal, was du kannst. Dann werde ich nochmal darüber nachdenken. Ich hab dir doch schon gezeigt, was ich kann, oder? Übrigens, das ist nur so nebenbei. Der Typ vom Viehhof, der legt sich ganz gerne mit euch an, habe ich das Gefühl. Dennis hat euch die Heuballen angesteckt. Ja, ich weiß. Das Schwein macht sich auch über mich lustig. Soll er ruhig. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Okay, und um die Korndiebe kümmere ich mich, denke ich, auch noch, zumal ich die Weizensäcke zusammensammeln muss. Ich werde mich um die Korndiebe kümmern. Du willst bewerkstelligen, was meine Leute in Wochen nicht geschafft haben? Ja. Ha! Nur zu. Das will ich sehen. Das kriege ich schon hin. So, aber ich sehe doch hier, da sind auf jeden Fall noch Weizensäcke und ich glaube, die nehme ich mal mit. Ich glaube, wir brauchen 15 Stück. Mal gucken, wie viele wir finden, aber ich glaube, das reicht nicht. Wir müssen wahrscheinlich uns wirklich um diese Korndiebe kümmern. Da vorne sind noch ein paar Weizensäcke. Zwei, ja, ne? Sind wir schon bei 4. Schauen wir mal ein bisschen weiter hier. Vielleicht da drin noch? Ich glaube nicht. Nee, hier drin ist nie was. Keine Ahnung, warum nicht, aber okay. So, noch ein paar Weizensäcke hier. Hier ist ja echt nicht mehr viel. Hier ist nur... Okay, hier ist die Mühle. Interessant. Noch mehr Weizensäcke hier. Huch. Ach du scheiße Wildschwein. Was willst du denn, blödes Mistvieh? Komm, komm her. Zack. Vorne ist ja noch eins. Geh mir nicht auf den Sack, blödes Mistvieh. So. Ganz ruhig, ihr blöden Viecher. Ich such doch hier nur Weizensäcke. Jetzt haben wir echt nur 4 Weizensäcke gefunden. Das ist ja echt eine dürftige Ausbeute. Da müssen wir uns wahrscheinlich wirklich mal um diese Korndiebe kümmern. Na gut, dann schauen wir mal, wo wir diese Korndiebe finden können. Wir werden wahrscheinlich irgendwo im Wald sitzen und sich verstecken, nehme ich an. Ist auf jeden Fall noch eine Heilpflanze, nehme ich ganz gerne mit. Ist das da oben ein Steinkreis?
Ich könnte doch mal zwischendurch speichern. Nur mal so nebenbei. Vor allem, wenn wir jetzt hier in den Wald wieder ziehen. Im Wald weiß man nie, was auf einen wartet. Zumal hier, wie gesagt, auch noch irgendwo Korndiebe rumlungern sollen, wurde ja gesagt. Ja, schauen wir mal weiter. Okay, nichts weiter. Ich habe was gehört. Hier ist irgendwas. Ah, okay. Snapper. Aber die sollten ja jetzt eigentlich kein großes Problem darstellen. Boah, ich habe sogar getroffen. Gibt's ja nicht. Dabei wollte ich das ja eigentlich lassen. Weil das irgendwie nie klappt, ne? So, sind ja noch mehr, ist die Frage. Ich sehe zumindest gerade keine. Ich ziehe aber schon mal die Schwerter. Ah, da hinten ist noch einer. Und da sind auch noch welche. Gut, dann hole ich mir erstmal die hier. Hier sind sogar eine ganze Menge, fällt mir gerade auf. So, bis die anderen kommen, habe ich den ersten schon erledigt. Das ist ganz gut. Ach du Scheiße, von hinten kommt auch noch einer. Ganz ruhig, Freunde. Erstmal den da, der ist nämlich schon fast tot. Und jetzt du, Freundchen. Okay, dann eben so. So. Perfekt. So, die Mana-Pflanze nehmen wir noch mit. Da sind noch ein paar Truhen, die nehme ich ganz gerne mit. So, hier war da irgendwo noch einer, den nehme ich mal lieber sicherheitshalber mit, bevor der mich von hinten angreift. Die halten ganz gut was aus, finde ich. Aber sie haben keine Chance gegen mich. So, das war der. So, und dann gucke ich mal, was da vorne für Truhen waren. Oh, noch ein Snapper. Schön. Da ist auf jeden Fall noch eine Heilpflanze. Ich höre doch noch mehr Snapper. Oder bin ich gerade blöd? Keine Ahnung. So, nehmen wir auf jeden Fall erstmal die Truhe mit. Okay, nichts Besonderes. Super, eine schwere Truhe. Geil. Mit. Ah, wieder eine Armbrust. Hey, eine neue Armbrust. Die noch stärker ist als unsere alte Armbrust. Wahrscheinlich, die wir beim letzten Mal gefunden haben. Ich werde die eh nicht mehr benutzen. Dafür habe ich zu wenig Lernpunkte. Aber sie werden auch immer stärker, ne? Kann man sagen, was man will. Hey, hier waren doch gerade noch Heilpflanzen. Wollte doch sagen. So, und irgendwo habe ich hier, wie gesagt, noch Snapper gehört. Da. Da holen wir uns das Vieh auch noch. Ah, guck mal, da vorne sehe ich doch was. Da vorne sehe ich doch einen. Könnten das die Korndiebe sein? Eventuell ja. Da werde ich aber wieder sicherheitshalber auf mein Schild gehen, weil bei Dieben weiß man nie, wie viele da sind. Ja, ja. Versuch's mal. Dahinter sitzen auf jeden Fall eine ganze Menge. So, der erste war schon mal tot. Oh, hier sind jetzt so viele helle Bartenträger, um ehrlich zu sein. Aber die eliminiere ich alle ganz einfach. Erstmal würde ich gerne diesen helle Badenträger eliminieren. Muss ich eigentlich mal geradezu sagen. Der wird nämlich sonst richtig nervig mit seiner langen helle Bade. Der eine hat nur einen Knüppel, der sollte eigentlich kein großes Problem darstellen. Aber okay, ja. Lief eigentlich ziemlich gut und die da hinten haben noch nicht mal gemerkt, dass ich hier ihre Leute schon reihenweise getötet habe. Das finde ich auch ganz nett. So, zack, zack. So, dann die restlichen bitte auch mal kommen. Erledige ich euch auch mal und dann finde ich doch hier hoffentlich auch die restlichen Weizensäcke. Ja, da stehen sie doch schon. Die ganzen Weizensäcke. Okay, die sind hier scheinbar auch ein bisschen besser gerüstet. Aber jetzt auch kein riesiges Problem. Okay, solange der helle Badenfutzi keinen Bock hat, finde ich das alles ganz gut. Aber jetzt hat er doch Bock. So, helle Bade. Nein! Oh Gott. Ganz ruhig, Freundchen. Du hast keine Chance gegen mich. Und zack. Und das war's für dich. Na also. Wow. So, okay, das war der fünfte Weizensack. Ich zähle mal sicherheitshalber mit. Vielleicht habe ich auch welche noch auf dem Kornhof vergessen. Wir nehmen auf jeden Fall alle von hier natürlich mit. Da ist Weizensack 6. Noch Korndiebe hier. So, noch ein Holzschild. Da sind Weizensack 7 und 8. Ich glaube, wir brauchten 15, ne? War das nicht so? Moment. Weizen für den Lagermeister. Ja, 15. Und wir haben jetzt, wie gesagt, jetzt habe ich es gerade vergessen, aber ich glaube, es waren 8, ne? Säcke. 8 Weizensäcke, ja. Okay. Das ist Weizensack 9 gewesen. Habe ich wirklich noch welche? Ich glaube, ich habe noch welche vergessen auf dem Kornhof. Weizensack 10. Müssen wir da nochmal gucken. Müsste ich ja noch 5 auf dem Kornhof vergessen haben.
Müssen wir mal schauen. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal 10 Weizensäcke und hier scheinen keine mehr zu sein im Lager der Korndiebe. Das ist ja auch erstmal vorteilhaft, aber ich habe ja auf jeden Fall noch eine Höhle gesehen hinter den Korndieben. Und die würde ich doch ganz gerne nochmal erkunden. Ah, nicht bevor ich gespeichert, habe. So. Dann zeige ich mal her hier. Was haben wir denn hier drin? Wow, die Höhle ist ja riesig. Ach nein. Ey, unsere Lieblingsgegner, obwohl das sind keine Sandcrawlers, das sind Minecrawlers, was vollkommen anderes. Ja, sowas vollkommen anderes. Und zack. Und zack. Wow, der eine ist ja schon fast tot. Ich hab gar nicht in Erinnerung. Ach, ich wollte doch nicht die Eidechse töten. Ey, scheiß. Diese Eidechsen nerven ja beim Anvisieren. Ach, diese Eidechse. Geh mir aus dem Weg. Danke. So, jetzt gibt's aufs Maul. Und warum habe ich eigentlich keine Kampfmusik? Ich meine, klar, sie wird nach einer Weile langweilig, aber deswegen muss sie doch nicht ganz wegbleiben. Nein, doch nicht die Eidechse. Kurz erst die Eidechse, die geht mir sonst auf den Sack. Ah, danke. So, jetzt ihr drei noch, bitte. So, ach komm schon. Hier, friss das. Du bist eh fast tot. Da ist noch eine Truhe, wie es aussieht. Ah, da ist doch die Musik. Ah, guck mal, der ist auch schon fast tot. Die halten ja auch nicht viel aus. Sind genauso schlecht wie ihre Freunde, die Sandcrawler. So, dich hau ich jetzt gegen die Wand, Freundchen. Und tschüss. Ich meine tschüss. So tschüss wie jetzt. Danke. So, die haben immerhin ein paar Krallen dabei. Nicht viele, aber immerhin ein paar. Oder Klauen. Weiß gar nicht. Minecrawler-Zangen. Okay. Ohne Drachenwurzel. Schön. Und noch eine Metalltruhe. Wo? Wow, zwei Verwandlungstränke. Einmal Erz, einmal Gold. Interessante Truhe auf jeden Fall. So, schauen wir mal, was hier noch so drin ist. Ach nein, Untote. Und Minecrawler und da hinten sehe ich Gargoyles. Ich glaube, ich kümmere mich erstmal um die Untoten, aber ich glaube, bei den Untoten nehme ich auch lieber das Schild. Hm. Ja, ich glaube, ist besser. Die können so doof zustechen. Aber es sind so scheinbar alles relativ Skelette und keine so nervigen Zombies oder Mumien oder was wir noch alles kennen. Sollte also alles relativ gut machbar sein. Und ich müsste vielleicht... Okay, da sind Zombies. Alter, diese blöden Bogenschützen, ne? Alter, es rennt ja schon wieder viel rum. Ach, genau deswegen hasse ich diese Zombies. So, erstmal den Bogenschützen ausschalten. So, dann mal kurz zurückrennen. Ach du Scheiße, sind ja noch tausende Minecrawler. Jetzt wird es vielleicht langsam etwas eng. Es waren dann vielleicht doch ein paar viele von denen. Und jetzt kommt der Minecrawler auch noch an. Aber der ist mir eigentlich gerade gar nicht mal so wichtig. Diese ganzen Untoten hier sind wesentlich schlimmer, finde ich. So, komm schon. Hacken wir uns hier durch die Untoten. Ihr seid doch eh schon tot. Ach, genau, das habe ich kommen sehen. Wenn ich hier drin stehe. Da hinten sind noch mehr Minecrawler. Alter Falter. Ganz ruhig, Freunde. Tränkchen. Und dann würde ich ganz gerne auch noch schnell ein Ausdauertränkchen nehmen. So, ich habe jetzt einen ganzen Trank genommen und keinen Schnaps nur. Ist ja auch egal. So, hier kriegt aufs Maul. Die Skelette sind, wie gesagt, irgendwie einfacher, finde ich, als die Zombies. Da schießt schon wieder einer. Willst du mich verarschen? Ich habe doch gesagt, hier wird nicht mehr geschossen. Warum hast du eigentlich schon so viel Leben verloren, du blöder Minecrawler? Jetzt stirb einfach, danke. So, ja. Muss hier denn so viel rumlaufen? Was eine Höhle. Ah, okay, der Bogenschütze ist inzwischen im Nahkampf. Das ist ja schon mal gut. Dann töten wir erstmal den, damit er nicht wieder anfängt, hier mit Bögen zu schießen. Alter, jetzt lass mich doch mal wenigstens diesen scheiß Bogenschützen auseinandernehmen. Ich habe zu wenig Ausdauer gerade. Ich brauche einen Ausdauertrank. Zack. Und bei der Gelegenheit können wir eigentlich auch nochmal einen Heiltrank schlucken. Ach, klasse. So, bloß nicht stechen lassen von den Mistviechern. So, das wäre der. Oh, da kommen ja schon wieder so viele an. So, wieder einer tot. Jetzt bist du dran, Zombie. Und das war's dann mit dir. Zack. So, dezimieren wir das Ganze doch hier langsam. Jetzt der Minecrawler.
Zack. Und wo ist der Zombie? Ach, da. Wisst ihr doch, da war gerade noch ein Zombie unterwegs. Was? Daneben? So, geht doch. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Haben wir doch hier schon mal ganz schön was auseinandergenommen, möchte ich sagen. Wo war der Minecrawler da? Das war doch auf jeden Fall schon mal eine erste gute Sache. Ich würde sagen, ich kümmere mich wirklich erst um die Untoten da oben. Die Minecrawler sehe ich jetzt nicht so als riesiges Problem, muss ich sagen. Ja, okay. Wenn der Minecrawler unbedingt zuerst dran will. Okay, das war schlau von dir. Muss ich dir ja ausnahmsweise lassen. So. Da oben ist ja kein Kronstöckel, oder? Nee. Komm schon, stirb. So. Dann bist du dran, Skeletti. So, jetzt kommt nichts. Dann kann ich mich um die restlichen Zombies hier oben mal noch kümmern. Ah, kommt mal her. Nein! Oh, ich dachte schon. Ja! Ich hatte schon den Stich gesehen. So, jetzt seid ihr dran. Zack. Jo. Die Höhle ist echt, ich muss mal sagen, die Höhle ist echt nicht von schlechten Eltern, was hier rumläuft. War doch etwas verwunderlich. Vor allem, wie viele Schlangen hier rumkriechen, ey. Hier ist noch eine Truhe. Ich nehme mal eine Fackel kurz. Kann auf jeden Fall nicht schaden bei der Dunkelheit. Fackel, Fackel, Fackel. So. Da hinten ist auch kein Kronstöckel, oder? Das ist nur eine Felsnessel, ne? Ja, so viele Kronstöckel wachsen hier jetzt auch nicht. Und noch eine Metalltruhe. Nehmen wir natürlich auch mit. Echt schon wieder ein Mana-Ring. Ich kann es echt nicht mehr glauben. Ihr hättet gerade mein Gesicht zu sehen müssen. Oh, nicht schon wieder. Was will ich denn mit 1000 Mana-Ringen? Ich kann nur 2 anlegen. Ich habe zwar insgesamt 10 Finger, aber ich kann nur 2 Ringe anlegen. Finde ich irgendwie doof. Ist doch nicht fair. So. Der hat noch Pfeile dabei, die nehmen wir natürlich mit. Und, Alter, was hockt denn da noch alles? Tausende Minecrawler-Krieger und dann noch Gargoyles. Na holla, die Waldfeder, habe ich ja Bock. Naja, was soll's. Kümmern wir uns mal um die Viecher. Ah, die Höhle möchte ich jetzt natürlich ausräumen. Alter, diese blöde Eidechse, ne? Die machen ja nichts, aber die stören einen beim Laufen. Alter. Da, friss das, Junge. So, wenigstens einer schon mal eliminiert. Ich verzichte jetzt mal ausnahmsweise auf den 2-Schwerter-Kampf hier, weil es dauert einfach länger. Und ich habe jetzt gerade keine Lust hier auf lange Zeiten. So, Minecrawler-Krieger tot. Die geben ganz gute Erfahrung, muss ich sagen, dafür, dass sie nicht wirklich stärker sind als ihre Minecrawler. Ja, sie, glaube ich, haben ein bisschen mehr Ausdauer vor allem. Dadurch können sie öfter blocken und natürlich ein bisschen mehr Leben. Und wahrscheinlich machen sie auch mehr Schaden. Aber im Endeffekt sind sie genauso schwach. Der hat sogar 2-mal Minecrawler-Zangen dabei. Okay. Zack, dann kümmere ich mich jetzt als nächstes um die Gargoyles. Ja, komm mal her. Ihr paar Gargoyles habt da jetzt auch keine Chance. Zack. Oh, der hält ganz schön was aus. Ja, der ist wahrscheinlich kein Tier. Der zählt nicht unter die Tiere, ne? Bei der Minecrawler ja eigentlich auch nicht. So, ich werde dich mal gegen die Wand kloppen. Weil ihr ja auch so diese blöde Angewohnheit habt, so viel zurückzuweichen. Aber gegen der Wand... ja. An der Wand habt ihr da auch nichts. Könnt ihr damit auch nichts anfangen. So. Gibt's hier wenigstens irgendwelche Erze oder sowas, was ich abbauen kann? Alter, wie viele Schlangen laufen denn hier rum? Ist doch nicht normal. Und wo ging der Pfeil bitte? What the fuck? Liegt das daran, dass hier so viele Schlangen rumkriechen? Ja, jetzt kommt alles an. Na super. Na klasse. Ja, kommt. Ganz ruhig, zappel nicht so rum. So, dich hau ich gleich hier gegen die Wand. Das macht das Ganze wesentlich schneller. So. Und jetzt du, Freundchen. Dich hau ich gleich gegen die Wand gegenüber. Oh, brauche ich wahrscheinlich gar nicht. Du bist schon so tot. Alter, diese ganzen Schlangen hier, ne? Man muss nur einmal mit dem Schwert durchgehen. Okay, ich sollte vielleicht nochmal einen Schnappes nehmen.
Denn jetzt kommt da schon das nächste Gargoyle an. Na komm her, Freundchen. Du hast dich ja gleich so in die Ecke gestellt. Das finde ich ja eigentlich ganz nett, muss ich mal sagen. Da kann ich dich nämlich gleich dagegen drücken. Und der ist auch so nett und kommt hier direkt dagegen. Der wollte einen starken Angriff machen. Noch einen. Eieiei, gut, dass ich ausgewichen bin. Zweimal. So, du bist jetzt gegen die Wand gedrückt. Und damit tot. Und um dich springe ich einfach schnell rüber. Lass dich gar nicht erst zu deinem Angriff kommen und hau dich gegen die gleiche Wand wie dein Kumpel. Und zack. Na also. So, wie viel läuft denn hier jetzt noch rum, ist die große Preisfrage. Da ist auf jeden Fall noch ein Gargoyle und noch ein Gargoyle. Und noch mehr Zombies. Hey, juch, hey, da hab ich Bock. Da hinten ist noch eine Flammenbeere, wie ich sehe. Jetzt kommen die ganzen Teile. Hab so ewig drauf gewartet. Okay, ich kann nicht gleich hier gegen den Steinkreis hauen, oder? Hey, ich war doch ausgewichen. Wie hast du das noch geschafft? Cheetor. So, das war's mit dir. Und jetzt hau ich dich noch gleich. Ich könnte ja eigentlich mal Magie gegen die Viecher benutzen, so viele wie das sind, oder? Ich müsste doch noch einen Blitzbeschwören haben. Ich dachte jetzt aus Versehen, ich hätte schon die Dingens weggesteckt. Okay, wie viel Blitzbeschwören haben wir denn noch? Haben wir überhaupt noch welches? Ach, nur einen, schade. Naja. Eigentlich zu schade für die Zombies, aber ich habe jetzt echt keinen Bock auf langen Kampf. Anderen Zombie, bitte. Hat ja klasse geklappt. Hat ja richtig klasse geklappt. Wartet mal, dann kommt mal wenigstens alle auf einen Haufen hier. Damit sich der Zauber noch irgendwie lohnt. Ja, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Kommt mal alle ran hier. Ja, scheiß drauf. Ja, das war ganz gut. Denke ich, den Rest werde ich irgendwie jetzt so durchhauen. Das wird schon irgendwie gehen. Die sind ja auch teilweise jetzt schon angeschlagen. Schade eigentlich um den super Zauber, muss ich mal ehrlich sagen. Aber ich hatte jetzt echt keinen Bock, gegen die ganzen Viecher zu kämpfen. So. Und wieder einer tot. Und das war daneben. Und jetzt kriegt ihr volles Pfund aufs Maul. So, die ganzen Knüppel hebe ich jetzt, glaube ich, gar nicht alle auf. So, aber die Flammenbeere auf jeden Fall. Genau. Eine alte Truhe, okay. Da haben wir... Oh, was für Lebensenergie. Das finde ich sehr nett. Sehr, sehr nett. Gibt 8 Lebensenergie. Damit sind wir jetzt bei 536 insgesamt. Dann nehme ich doch noch zweimal Herrscherkraut hier. Damit das Ganze ein bisschen rund wird. Auf 540 nämlich. Ich weiß nicht, ich hatte glaube ich noch ein bisschen ein Amulett oder so. Da liegt auf jeden Fall sogar noch eine Laute rum. Oh, und noch eine schwere Truhe, geil. Aber das Gold hätte ich gerne noch ganz gerne mitgenommen hier. Oh, ein Ring noch? Ach, scheiß auf das Gold. Truhe. Was haben wir denn da drin? Ein Kriegshammer. Nun ja, ich glaube die Dinger kann man nicht mal schleifen. Ist daher wahrscheinlich sogar schlechter. Sieht aber im Prinzip geil aus. Wo ist das Teil denn jetzt? Wo ist denn der Superhammer jetzt da? Und steigert die Lebensenergie. Ja, prinzipiell nicht schlecht, aber... Ja, ich bin jetzt eh kein so großer Freund von den großen Waffen. Und wenn es dann auch noch so eine ist, die eigentlich sogar schlechter ist als mein Ordensschwert, dann lohnt sich das, glaube ich, jetzt nicht so wirklich. So, ach, hier sind ja immer noch Viecher. Aber ich glaube, wir haben jetzt die Höhle gleich einmal umrundet. Heißt, wir müssten gleich durch sein. So. Kommt mal her. Da sind mir noch zu viele Minecrawler hier in der Nähe. Ah, okay, die haben aber kein Problem damit, wenn ich die Gargoyles abschieße, die Minecrawler. Das ist ja gut. Kann ich mich nämlich erst um die kümmern und danach um die Minecrawler. So, und hier ist so ein schöner, enger Gang. Den kann ich so gut nutzen, um dich gegen die Wand zu drücken, Junge. Ihr tut mir aber auch immer solche Gefallen, Freunde. Tja, daneben. Ha. Hast du dir gedacht, ne? Alter, wie weit kann ich dich denn hochdrücken? So. Ach, das sind ja immer noch Gargoyles. Eieieiei. Und Fleischwanzen rennen hier jetzt auch noch rum. Und noch mehr Minecrawler. Und da unten sehe ich noch ein Harnischkraut. Und jetzt kommt der Gargoyle an. Alter, ich dachte, wir wären schon fast durch hier. Kommt der immer noch was an? Okay, erstmal den scheiß Minecrawler.
So, der müsste nämlich gleich seine Ausdauer verlieren. Im Gegensatz zu Gargoyles zieht der sich ja nicht zurück. Scheiße, jetzt kommt noch ein Mindcrawler. Okay, erst den Gargoyle gegen die Wand da hinten drücken, weil der diese ganz großen, starken Angriffe hat. Und auf die habe ich jetzt eigentlich keine Lust, zumal ich keine Ausdauer habe, groß auszuweichen. So. Und jetzt du, Freundchen. So. Läuft. Läuft doch. So, jetzt haben wir da unten noch einen Minecrawler und noch einen Gargoyle. Ja. Und noch einen Minecrawler. Erstmal den Minecrawler. Ich glaube, der Gargoyle kommt an, oder? Kann das sein? Ja. Ich sollte mich vielleicht auf den Gegner konzentrieren, der direkt vor mir steht, erstmal. Ich hätte vielleicht auch ein bisschen was gegen meine Ausdauerknappheit tun sollen. Erstmal was trinken, aber okay. Für den Gargoyle wird es schon noch reichen. So. Dann tun wir mal was gegen unsere Ausdauer. Oder für unsere Ausdauer, denn da kommt schon der nächste Minecrawler an. Ach komm schon. Du kleine Missgeburt hast doch auch keine Chance mehr gegen mich. Ach, da ist ja immer noch ein Minecrawler. Ich dachte, die wären jetzt wenigstens mal langsam alle weg. So, aber jetzt möchte ich doch ganz gerne sehen, was es da unten gibt. Da scheint es eine ganze Menge Gold zu geben. Ich will die Sahneschkraut. Danke. Ich dachte schon, das Vieh kommt jetzt an. Ein Ring, okay. Und ein Schatz. Ein Schatz. Ich will den Schatz ver... Alter, ihr blöden Mistviecher, ne? Da. Das halte ich von euch, ihr blöden Mistviecher. So, geht mir nicht so auf den Sack. So, dann muss ich sie zwar einmal nur looten, aber dann stören sie mich wenigstens auch nicht mehr. Und zack. Und noch eine Schatulle mitgenommen. Perfekt. So, dann jetzt die Viecher da oben noch. Holen wir uns die auch noch schnell. Wäre doch gelacht, wenn ich die jetzt hier übrig lassen würde. Zack. Den erledigen wir gleich mit Pfeilen. Der sollte nicht allzu viel aushalten. Kann ich sogar entgegengehen schon. Und dann hole ich mir jetzt diesen Gargoyle. Bist du jetzt der Letzte hier? So. Probiere ich es mal so. Vielleicht klappt das ja sogar. Oh, scheint ganz gut zu klappen. Im Endeffekt das gleiche, bloß mit zwei Schwertern gegen die Wand drücken. Ja, und jetzt sind wir aber einmal rum hier. Wird auch mal Zeit. Damit haben wir ja alles mitgenommen. Scheinbar, was es mitzunehmen gibt. Also ein paar Sachen liegen jetzt hier noch rum, aber ich war dann zu faul, alles zu looten. Ja, aber den Knüppel musste ich noch mitnehmen. Gut. Und dann würde ich sagen, wie wir zurück zum Kornhof gehen und Bescheid sagen, dass die Korndiebe tot sind. Und wie wir dann hoffentlich das restliche Korn noch finden. Und wie wir dann vielleicht auch bald mal herausfinden, wie es nach Okara geht. Das alles seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Gothic 3. Bis dahin. Ciao.